Dominik Schieleck, 21, Dem Horst, Niedersachsen, Maurer. Armin Hummel, 21 Jahre, Donsdorf, Baden-Württemberg, Stuckateur. Philipp Stich, 22, Schleiz in Thüringen, Zimmerer. Fleischmann Johannes, 20, Hilboldstein, Bayern, Fliesenlege. Patrick Smolka, 24, Ankum, Niedersachsen, Dachdecker. Um Dachdecker zu werden, muss man auf alle Fälle mitbringen, dass man keine Höhenangst hat. Und um guter Dachdecker zu werden, da ist halt jeder selber mit dabei. Man muss halt seine Leistung bringen, muss dafür Interesse haben. Wenn man kein Interesse an dem Beruf hat, kann man auch kein guter Dachdecker werden. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie, bin damit aufgewachsen, mit dem Bau auch generell, durch meinen Vater. Ich habe eigentlich immer die schönen Seiten gesehen des Berufes. Als ich 15 war, haben wir unser jetziges Haus gebaut und da habe ich auch schon meine eigenen Innenwände von meinem Zimmer gemauert und so fing das an. Also das ist schon ganz cool, wenn man mit der Baustelle fertig ist und dann nochmal so einen letzten Blick drauf wirft und denkt so, ah, das haben wir dahingestellt. Schon ein tolles Gefühl. Mir gefällt an meinem Beruf hauptsächlich, dass man halt was sieht, was man gemacht hat. Ich wollte schon immer was Handwerkliches machen, ja. Und liegt in der Familie. Ist eigentlich jeder handwerklich irgendwo unterwegs. Ja, am besten ist Flächen verlegen. Das Schöne ist am Holz, du kannst halt alles damit machen. Das ist ein lebendiger Werkstoff, der ist immer warm. Das ist nicht, wenn man Metall in der Hand hat. Es gibt keine Grenzen. Mein Traumberuf war eigentlich schon immer Zimmerer. Der Opa hat halt normal gearbeitet in der Werkstatt und ich habe dann halt drin gespielt, mehr oder weniger. Mit anderthalb Jahren da rumgekrabbelt hier und es brennt jetzt auf dem Fußboden festgenagelt und solche Sachen. Das, was anfällt, das mache ich. Arbeiten jeden Tag, von morgens bis abends. Ja gut, ich habe eigentlich gar nichts. Ich habe Gips und eine Wand und daraus mache ich dann das, was der Kunde wünscht. Was in der Kirche oft gemacht wird, Restauratorarbeiten, Stuckarbeiten und mit Stuckmarmor. Also das gefällt mir sehr und bin ja auch dran, weiterzumachen. Also kommt dann irgendwann ein Meister, dann ein Restaurator. Und ja, ich bin jetzt noch bis November auf der Meisterschule. Ist halt freiwillig. Ja, das kann sich halt jeder selbstständig machen. Die Meisterpflicht besteht ja nicht mehr. Also man braucht ihn ja nicht unbedingt, aber wenn man ausbilden will, braucht man einen Meister. Ich halte einen Meister einfach für wichtig, dass man die Tradition bewahrt, dass man später auch für die Lehrlinge das nötige Wissen dabei hat, um die einfach ordentlich auszubilden wieder. Ohne Meister keine Ausbildung. Beim Zimmerer ist, denke ich mal, dass man geistige Arbeit hat, dass man das dreidimensionale, das ganze räumliche Vorstellungsvermögen mit dem handwerklichen Geschick das Ganze noch verbinden muss. Jeden Tag wirst du vor andere Aufgaben gestellt, musst die lösen. Das ist das Schöne dabei. Nach meiner ganz normalen Schullaufbahn bin ich den Drängen anderer Leute gefolgt, habe dann den Beruf der Zukunft gewählt, sprich Fachinformatiker. Daraus gelernt habe ich eigentlich, dass man den Beruf wählen sollte, den man für sich wirklich auch ausgesucht hat. Anderen Leuten oder den Worten anderer Leuten zu folgen, ist eigentlich grundlegend verkehrt. Einen guten Handwerker macht aus, dass er genau arbeitet, nach den Normen und nicht so viel rumfuscht. Einen guten Politiker macht aus, dass er schlagfertig ist, auf die Probleme der Bürger eingeht. Ich würde mir den Weg zur Selbstständigkeit wünschen, dass der vereinfacht wird durch entweder einen Ansprechpartner irgendwo, Handwerkskammer oder solche Sachen, oder dass die Bürokratie einfach weiter runtergefahren wird, dass es nicht so extrem, dass man einfach durchblicken kann, dass es nicht so ein Wirrwarr ist überall. Also mich interessiert Politik einfach grundlegend nicht, weil ich das Gefühl habe, dass die Politiker gar nicht wissen, was wir leisten. Wir arbeiten wirklich tagtäglich, 6 Tage die Woche, machen sie den Rücken kaputt. Politik müsste klar werden. Was tun Sie eigentlich für den Klimaschutz? Sind Sie sicher, dass Ihr Haus ausreichend gedämmt ist? Sonst schaue ich mal vorbei. Können Sie sich vorstellen, wie kompliziert es ist, sich selbstständig zu machen? Ich lade Sie ein zu uns in den Betrieb. Dann können Sie mal sehen, wie unser Alltag ist und wann haben Sie Zeit. Warum wird die Meisterprüfung für den Fliesenleger nicht wieder eingeführt? Mindestlöhne, Steuererleichterung, Rente mit 67. Glauben Sie das wirklich selber, dass das machbar ist?